Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 1 HD Remaster. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier und haben ein bisschen mit Rebecca was gemacht. Sie übt gerade Klavier spielen. Und genau, wir haben Richard, ja, gerettet, kann man sagen. Also der ist jetzt bewusstlos und statt tot liegt da in dem Speicherraum, wo wir gerade waren. Und ja, haben ihm mit einem Serum geholfen. Und ich würde gerne weitermachen, indem wir hier unseren Kerosinkanister auffüllen. Genau. So. Der ist jetzt nämlich leer. Ah, es ist nur noch wenig Kerosin übrig. Okay, da ist trotzdem noch was drin. Alles klar. Sehr gut. Und dann, was wollte ich mir denn da nochmal angucken? Ach so, genau. Wir haben den Schwertschlüssel ja noch. Und da können wir uns den Kellerbereich mal angucken. Ich will nicht. Der war im Original so shit, der Kellerbereich, wirklich. Das war so ein richtig gruseliger Bereich. Aber nun gut, ich denke mal, dass wir dahin müssen. Es bleibt uns nichts anderes übrig, gerade weil Rebecca ist immer noch am Üben. Hören wir gleich. Und da hören wir es. Sie übt noch. Sie übt noch die Mondscheinsonate. So. Hören wir mal kurz zu. Ah, sie übt noch. Okay. Gut, hier unten können wir nämlich dann den Schwertschlüssel benutzen. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Und das war's auch mit dem Schlüssel. Oh Gott. Bin ich vorbereitet? Nicht wirklich. Wenn irgendwas Böses kommt, laufe ich raus. Also was anderes als Zombies. Wenn was anderes als Zombies kommt, renne ich raus. Okay, die Gruselküche. Oh, oh Gott, ihr seht's, ne? Der ekelhafte Kellerbereich. Und da liegt ein Zombie. Ein Stück Fleisch ungebrannten Ursprungs. Oh, ist das widerlich hier. Oh, der Kellerbereich. Auf den Tellern wimmelt es von Maden. Das ist eklig, Freunde. Okay. Aber wir haben da Munition. Das gefällt mir. Und den hier werde ich bitte verbrennen. Nicht, dass der aufsteht. Okay. Wunderbar. Die ganze Kakerlaken, die hier rumlaufen. Ja, was ist mit ihm? Da ist auch einer. Den können wir auch verbrennen, bitte. Wie gut, dass ich... Hä? Brauchen sie jetzt nicht. Wieso? Verbrenn den. Nicht, dass der aufsteht hier. Okay. Okay, da haben wir zumindest den ersten Ärger erstmal verhindert. Der Strom ist wohl nicht eingeschaltet. Da hier ist der Aufzug, der nach oben führt. Oh Gott. Ich hasse diesen Bereich, der hier unten kommt. Mag ich überhaupt nicht. So, was haben wir denn da noch? Was ist? Da liegt doch was Auffälliges. Ein Dolch, okay. Das ist gut. Hier ist noch was. Oder? Ja, hier ist noch was. Da blitzt was auf. Was haben wir hier? Ein alter Schlüssel. Ja, wunderbar. Den können wir doch direkt draußen benutzen. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Okay, also hier kommen wir eh nicht weiter. Ich bin ja fast froh, Mensch. Lass mich aus dieser Gruselküche raus. Hier haben wir auch alles eingesammelt. Ah, okay. Eine Cutscene, es ist aber nur ein Zombie, Freunde. Das war trotzdem... Original war das so cool gemacht. Da. Okay. Nein, 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 nix da. Wir haben zum Glück hier einen Dolch gefunden. Wow! Warum haben wir den Schaden bekommen?
Ach, wir haben ihm die Granate. Ich voll Idiot. Ja, wir haben natürlich die Granate benutzt. Kein Wunder, dass wir da Schaden kriegen. Ich wollte eigentlich den Dolch benutzen. Ja, gut. Aber hey, wir haben immer noch Munition und immer noch den Rüstungsschlüssel in der Hand. Beziehungsweise in unserer Tasche. Und Rebecca übt immer noch hier ihr Klavierspiel. Ich find's gut, dass wir da jetzt wieder raus sind. Ey, danke. Ja, sie ist noch immer nicht fertig. Okay. Aber da ist das mit Rebecca. Da oben ist der Tiger. Da unten können wir das mit dem Dings machen. Okay, wo müssen wir weiter jetzt? Da draußen können wir den kleinen Schlüssel benutzen. Da rechts, da brauchen wir noch einen anderen Schlüssel. Da oben. Zweites Obergeschoss. Ah, wir können da vielleicht noch was machen. Okay. Also einmal hoch. Aber ich würde gerne erstmal den kleinen Schlüssel loswerden und nochmal in den Speicherraum gehen. Weil, naja. Einmal. Nee, abspeichern? Ja, vielleicht doch. Einmal abspeichern. Nicht, dass ich hier irgendwie drauf gehe. Boah, das ist echt gemein hier. Aber auch, einmal die Heilung mitnehmen nochmal, ne? So, was machen wir jetzt? Okay, wir gehen erstmal raus. Wenn da Hunde sind, gehe ich einfach wieder rein. Aber ich denke mal nicht, dass hier Hunde sind. So, dann haben wir nämlich auch den ganzen kleinen Schlüssel benutzt. War doch hier. Ja, genau, war hier. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt hier diese Tür öffnen. Nein. Hier rechts war das. Genau, hier diese Tür. Hä? Wie von der anderen... müssen wir noch außen rum. Nein, das ist... Schreibmaschine, Inventarbox. Das ist jetzt doof. Aber gut, dann mache ich es halt von der anderen Seite gleich. Ist nicht schlimm, ich wollte eh dahin. Ja, dann gehen wir wieder rein. Dann machen wir es andersrum. Dann machen wir es halt andersrum. Und ja, Freunde, dann freue ich mich, dass ich mal wieder hier eingeschaltet habe bei Resident Evil 1 HD Remaster. Es macht wirklich Spaß. Macht mir wirklich sau viel Spaß, dieses Projekt. Auch unter anderem, weil das halt, ja, nicht ganz so schwer ist. Ne? Also, bis jetzt ist es wirklich noch gediegen, sage ich einfach mal. Ist noch alles gut schaffbar. So. Hier ist falsch. Ich Vollidiot. Hier ist falsch. Verdammt. Ich muss unten hin. Unten nochmal komplett durch den ganzen... durch den Hundegang und so. Aber gut. Ich würde aber gerne nochmal in den Safe-Raum. Ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich nervös. Ich bin halt im gelben Bereich, ich glaube, keine Heilung dabei. Das ist ein bisschen, ja... Man könnte sagen, mutig. Aber es ist auch gefährlich. Deshalb wäre es schon cool, wenn ich nochmal in den Speicherraum könnte. Da kommt jetzt was... Hier muss ich immer wieder... Hier bin ich immer alarmiert, ich weiß auch nicht. Hier bin ich immer wieder alarmiert. Mit dem Gewitter da draußen. Ja, das ist cool. So, hier waren die Crimson Heads, ne? So, hier einmal durch. War doch hier. Ja, war hier. Genau. Einmal hier durch einfach. So. Dann einmal... Hier kommt er durch den Gang und dann links. Da kommen wir nämlich wieder an das Bilderrätsel, was wir vor 2 Folgen hatten. Was auch eine andere Struktur hatte, als im Original. Das haben wir aber direkt geschafft. Da bin ich auch stolz drauf, dass wir das direkt geschafft haben. Ja, so. Und das war wirklich einfach, muss man sagen. Also das war wirklich easy. So, dann mach hier bitte den, die,
Den benutzt den alten Schlüssel. So, machen wir das jetzt auf. Da würde ich jetzt gerne in einen Speicherraum. So, direkt wieder raus hier. Genau, ach Gott, wir haben schon wieder gleich 12 Uhr. Und, naja, ich müsste eigentlich bald mal pennen gehen, aber ich möchte gerne noch heute diese Aufnahmesession machen. Deswegen, was war denn hier nochmal? Ach so, das Wappen der Spencers. Okay. Okay, da ist nichts mehr. Okay, ja, das heißt, wir sind hier in der Nähe vom Speicherraum. Finde ich super. Dann können wir auf der ersten Etage von der anderen Seite weitermachen. Dann haben wir nämlich fast das ganze Haus ja, erkundet. Da bin ich mal gespannt, ob wir da noch eine neue Waffe bald mal kriegen für die Schlange oder das dann, ob wir das dann mit unserer Schrotflinte machen müssen. Ja, das ist so. Dann nehmen bitte Heilung mit. Wir haben keine. Doch, wir haben noch ein einzelnes Kraut. Und eigentlich würde ich gerne mir nochmal den Treibstoffkanister nachfüllen. Da gucke ich nochmal gerade. Wo war denn das nochmal? Mit der Karte. Mit dem Treibstoff. Das war komplett woanders, ne? Ja, das war komplett anders. Oder wartet mal. Ja, wir sind da gerade durchgelaufen. Okay, nicht schlimm. Dann lege ich den Treibstoffkanister erstmal wieder raus. In der Hoffnung, dass jetzt erstmal keine Zombies mehr auf den Weg kommen. So, das Symbol haben wir noch. Das Windwappen. Farbänder. Ja gut. Ich meine, schaut euch unsere Heilung an. 8 Vollheilungen. Das ist ordentlich. Das sollte reichen, denke ich. Könnte sogar, wenn es gut läuft, schon bis zum Umbrella-Labor reichen. Aber gut. Ich möchte nichts vorwegnehmen. Okay. Dann gehen wir mal hier durch. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt hier, das Resident Evil 1. Und hoffe, dass es euch soweit gut geht. Mir geht's nach dieser Hitzewelle, geht's mir wieder ein bisschen besser. Also ich konnte diese Hitzewelle nicht ab. Also wir haben jetzt hier den 14. August und haben eine Woche über 30 Grad hinter uns. Und das hat schon sehr geschlaucht, muss ich sagen. Ich habe auch... ich war mir auch nicht sicher, ob ich heute aufnehmen kann, aber es hat zum Glück rechtzeitig ein bisschen abgekühlt draußen. So, dass es jetzt grenzwertig ist. Der Zombie ist echt im Weg, ne? Unglaublich. Unglaublich, echt? Da läuft er jetzt einfach auf der richtigen Seite, das gibt's ja nicht. Ich werde ihn trotzdem nicht töten. Nein, vergiss es. Jetzt kommt er schon da, wa? Nee, okay. Der ist zu langsam. Der ist viel zu langsam. So, was war jetzt hier rechts nochmal? Hier. Von der anderen Seite verschlossen. Das ist ein großer Bereich da. Da kommen wir mit dem Aufzug hin. Dann gucken wir doch nochmal. Ach genau, hier war ja die Sache, ne? Dann gucken wir nochmal kurz hier, was da in der Tür noch war. Ansonsten bin ich ein bisschen überfragt, wo wir hin müssen. Die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol. Okay, dann müssen wir vielleicht nochmal hoch. ich hoffe, dass wir da oben weiterkommen. Ansonsten wird es gerade echt ein bisschen... hoffe ich, dass wir nicht hängen hier. Dann hoffe ich, dass wir hier nicht hängen. Aber... ich gebe noch nicht auf. Ach, die Geschichte war das. Ja, genau, mit der Falle. Aber wir haben doch den Rüstungsschlüssel. Das müsste doch eigentlich... funktionieren hier. Die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol. Ich glaub's nicht. Die sind zu.
Ach, in der Haupthalle könnten wir es nochmal versuchen. Na toll. Umsonst hier gelatscht. Aber da können wir doch nochmal die Schönheit dieses ganzen Herrenhauses bei uns betrachten. Und vor allem die zusätzlichen Bereiche. Das, was dieses Remake so ausmacht, ne? Gut, dann stapfen wir nochmal zurück. So. Wo geht's schneller zur Haupthalle? Ja, ist eigentlich egal. Aber ich denke, hier geht's schneller. Okay. Weil irgendeine Tür muss ja noch aufgehen. Wir haben ja immer noch den Rüstungsschlüssel. Na? So, gehen wir hier raus. Dann hoffe ich nur, dass der Zombie nicht gleich um die Ecke steht. Oder ich mache ihn halt weg. Ich weiß es nicht. Nee, er steht da. Okay. Nö, ich werde den nicht erledigen. Den kann man so schön austricksen. Warum soll ich den erledigen? Also echt mal. Warum soll ich da Munition für verschwenden? So, dann gucken wir doch mal. Vielleicht war ja hier unten diese Tür. Vielleicht geht... Ach, Kamera. So. Vielleicht geht die hier ja auf. Ah, danke. Wir haben den Rüstungsschlüssel. Abgehakt. Okay. Ah, danke. Es geht weiter. Wir kommen nach draußen, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Okay. Noch sehen wir nichts. Was ist das denn für ein Strauch? Munition? Das heißt, hier kommen Hunde oder so. Wir haben aber Vollheilung. Wir haben aber Vollheilung. Oh nein. Wir sind draußen. Ich bin irgendwie angespannt hier. Noch ein Dolch. Die Pflanze hat unter Witterungseinflüssen gelitten. Oh Gott. Ah, okay. Das ist Forrest vom Bravo-Team. Sein Körper ist von tiefsten Wunden übersät. Was kann ihn so zerrissen haben? Ich weiß, was es war. Forrest hat ins Gras gebissen. Er scheint schon eine Weile tot zu sein. Ja. Aber Forrest, du hast doch eine Blattpflanze. Jemand hat die Bank als Ablage verwendet. Okay, Forrest. Ich weiß, was dich getötet hat. Da liegen zwei Kräuter. Können wir die mitnehmen? Wir können die mitnehmen. Okay. Hä? Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Ach, Forrest! Forrest, yo! Hey, 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 hey! Was zur... Hast du uns Schaden zugefügt? Tatsächlich. Okay. Okay, schieß deinen Kollegen ab. Okay, schieß ihn ab. Ey, mach doch eh. Warum kannst du keine Verteidigungswaffe? Hallo? Orange, okay. Ich würde gerne die ausrüsten. Mensch. Ausrüsten. Okay. Kippst du bitte um? Boah, Forrest. Mensch. Das ist aber auch wieder anders, ne? Also im Original hat der einfach eine Waffe für uns gehabt. Okay. Interessante Sache mit Forrest hier. Das können wir direkt nutzen. So, hast du irgendwas für uns? Jetzt nicht... Nicht euer Ernst, das soll's hier gewesen sein? Forrest, Mensch. Tut mir ja leid, was mit dir passiert ist, aber du musst uns doch nicht direkt so anfallen. War's das? Na gut, dann war's das halt hier. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir hier noch was kriegen. Eine Waffe oder so, aber... Vielleicht ist ja auch Rebecca jetzt fertig mit ihrem Üben. Das kann gut sein.
Mein Gott, interessanter Außenbereich hier. Aber ich kann mich im Original daran erinnern, dass der Bereich erstens kleiner war und dass da zweitens Krähen gekommen sind. Na gut, jetzt können wir mittlerweile echt nichts mehr machen, ne? Die ist so, die ist so. Sonst ist alles zu. Oder brauchen wir nur... Wartet mal. Oder brauchen wir nur... ein Wappen für da oben. Oder zu, ein Wappen nur. Ja, das kann gut sein. Aber wir gucken erstmal nochmal nach Rebecca, ob sie mittlerweile fertig ist. Ob sie mittlerweile die Mondscheinsonate spielen kann. Ansonsten könnte es tricky werden. So. Ich weiß, was wir hier noch zu tun haben. Mit dem... mit dem Emblem. Genau. Moment. So, Rebecca. Da bist du wieder. Hören wir dir mal zu? Ja, es hört auf. Okay. Chris! Ah, danke. I think I got it. Sehr gut. Practice makes perfect. So sieht's aus, Rebecca. Ah, sehr gut. Sie hat's geschafft. Hallo, Rebecca. Ein kostspieliger nein. Be careful, Chris. Ja, wir werden uns auf uns aufpassen. Danke, Rebecca. Ich meine... ja, Übung macht den Meister, wie Chris sagte, und schaut mal da. Oh. Oh, das ist neu. Trevors Tagebuch. Ja, wir hatten heute noch gar kein Dokument. Ne? How did I end up like this? Ja. 24. November 1967. Oh, schon eine ganze Weile her. 11 Tage sind vergangen, seit ich auf diesem Anwesen eintraf. Wie bin ich hier gelandet? Ein Mann im Laborkittel brachte mir ein kärgliches Mahl und sagte, ich bedauere, dass ich Ihnen das zumuten muss, aber es ist aus Sicherheitsgründen nötig. Und da ging mir ein Licht auf. Jetzt ergibt es Sinn. Nur zwei Leute kennen das Geheimnis dieses Hauses. Sir Spencer und ich. Wenn die mich umbringen, weiß nur noch Sir Spencer Bescheid. Aber warum? Das ist nun egal. Hier ist es so gefährlich. Meine Familie, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich muss entkommen. Jessica, Lisa, ich bete für eure Sicherheit. 26. November 1967. Wie konnte ich so unachtsam sein? Ich habe mein liebstes Feuerzeug verloren. Mein Geburtstagsgeschenk von Jessica. Das macht es viel schwerer, von diesem finsteren Ort zu entkommen. 13. November, der Tag, an dem mein Schicksal besiegelt wurde. Nur 3 Tage zuvor wurde meine Tante ins Krankenhaus eingeliefert. Oh je. Jessica und Lisa wollten sie besuchen gehen. Ich wünschte, ich wäre bei ihnen dort. Aber nein, ich entsinne mich. Kurz vor meiner Ohnmacht sagten die Männer in Laborkitteln etwas wie, wahrscheinlich sind seine Frau und Tochter schon... Ich bete für ihre Sicherheit. Oh, Umbrella. 27. November 1967. Irgendwie konnte ich aus dem Raum entkommen, aber aus diesem Haus kommt man nicht so leicht. Ich muss die ganzen Fallen umgehen. Tigeraugen, Goldsymbole, das darf ich nicht vergessen. Ja, wenn man sich das mal so überlegt, in diesem Haus sind tatsächlich sau viele... ach nein, wir haben das Emblem in der Kiste drin. Wie kommen wir dann jetzt hier wieder? Nein, ah, verdammt. Okay, mach das wieder auf. Ja, wenn man sich das so überlegt, ja, der gute George Trevor, hat hier echt so viele
Hier wurden echt viele Fallen reingebaut, das stimmt schon. Also es ist echt nicht ohne dieses Haus. Aber nun gut, wir sind zurück in der Nähe von dem Safe Room. Das heißt, wir können schnell das normale Emblem holen. Das ist ja jetzt wieder bekannt, was wir machen müssen. Ne? Wir müssen das Goldemblem in den Speisesaal einsetzen. Da bewegt sich die Uhr. Dann kriegen wir da, glaube ich, ein Wappen. Genau, noch ein Wappen. Oder war es noch ein Schlüssel? Könnte auch noch ein Schlüssel sein, ne? So, wir haben nur noch 5 Minuten zu spielen. Das schaffen wir aber noch. Kein Problem. Und danach können wir schön speichern. So, wenn jetzt hier nichts Böses passiert. Ich habe immer Angst hier, ey. So, Kollege, du lebst noch? Zombie? Du bist noch da, okay. Ach, Mano. So, jetzt. Alles klar. Das Symbol. Ganz gut. Moment, und wir können den Treibstoffkanister wieder mitnehmen, weil wir haben noch eine, meine ich zumindest, eine Kerosinladung in dem Raum, wo wir gleich nochmal vorbeilaufen. Die nehme ich dann einfach nochmal mit. Weil falls wieder ein Zombie auf uns zukommt, ja, den wir verbrennen müssen. So, dann machen wir die Emblemgeschichte. Mal gucken. Finde ich cool gemacht, dass das wirklich erst triggert, wenn wir alles andere geschafft haben. Ne? Also mit Rebecca. Richtig interessant. Aber hey, wir haben's. Ja. Dann gehen wir mal hier rein nochmal. So. So, ja, machen wir 12 Uhr jetzt. Ja, wir haben genau Mitternacht, oh Gott. Genau Mitternacht hier bei mir. Nehmen wir jetzt dieses Only Me, was? Oder was steht da? Na, kann man nicht entziffern. Gut, nehmen wir jetzt dieses Gold-Symbol raus und setzen dafür das andere Symbol ein. Genau, und hier. So, genau, so kommen wir nämlich wieder raus. Sehr schön. Vielen Dank, Rebecca, dass du uns hier geholfen hast. Sehr schön. Alles klar, dann gehen wir noch kurz in die Haupthalle. Gucken wir mal, was dann in der Uhr drin ist. Ich sag euch ja schon, was kommt, ne? Das ist ein bisschen gemein, dass ich, weil ich das halt schon, weil ich schon weiß, was hier kommt. Aber, ich muss mich da ein bisschen zügeln. Ich muss mich da echt ein bisschen zügeln, weil die Leute, die das Original nicht gesehen haben oder nicht kennen, denen wird natürlich jetzt möglicherweise die Spannung genommen, aber gucken wir mal. Vielleicht irre ich mich ja auch. Ah. Sie bewegt sich nicht. Ha, seht ihr? Ich hatte nämlich jetzt im Kopf gehabt, dass sie sich bewegt. Aber sie bewegt sich nicht, sondern hier. Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Anscheinend können sie die Räder im Uhrwerk drehen. Wenn die beiden einander erstochen haben. Welches Rad möchten sie... Was? Welche Richtung... Oha, was ist denn das jetzt? Wenn die beiden einander erstochen haben. Moment. Ah, da ist jetzt gerade hier meine... unsere Kuckuck so angegangen. Ja, es ist nämlich hier total Mitternacht. Das ist gerade cool, dass ich hier auch, ja, eine Uhr vor mir habe. Dann, es passiert nichts. Vielleicht hat es etwas mit dem Helm, dem Schild, dem Schwert und der Rüstung zu tun. Wenn die beiden einander erstochen haben. Aha. Okay. Dann mach mal das Kleine. Nach links. Dann machen wir mal Viertel nach 9. So.
passiert nichts. Vielleicht hat das ja so Helm, Schild, Schwert und Rüstung. Ah, Moment! Ausprobieren? Nein. Hier ist ja auch, ne? Oh. Hier ist ja auch ein Bild von zwei Rittern im Kampf. Das große Schwert steckt in der Brust des einen Ritters. Ah, in der Brust. Das heißt, das Schwert muss... Ah. Das heißt ja, es muss 6:45 sein. Dann das große. Dann einmal nach... verdammt. Weiter drehen? Ja. Ja gut. Nein. Nein, 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 nein. Es passiert nichts. Ja. Ah, ich glaube nämlich, dass wir 6:45 machen müssen. Probieren. Ja, dann machen wir bitte das große. Links. So, dann nochmal das große links. Links. So, und dann müsst ihr doch jetzt... verdammt. Es passiert nichts. Vielleicht hat das was mit dem Helm, dem Schild, dem Schwert und der Rüstung zu tun. Okay. Ein Bild von zwei Rittern im Kampf. Das kurze Schwert steckt in der Brust des einen Ritters. Das lange Schwert hat den Kopf des anderen durchbohrt. Das lange Schwert. Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Dann mach nochmal das kleine nach rechts. Nee, nee, nee. Links. Weiter drehen. Das kleine. Links. Muss es vielleicht doch 9 Uhr sein. Das große nach rechts, bitte. Ach nein, verdammt. Welches Rad möchten Sie denen? Das große nach links, verdammt. Oh Gott, hab ich erschreckt. Das große nach links. Weiter drehen? Nein. Es passiert nichts. Okay, das ist eine... ein komplettes Rätsel hier wieder. Hm. Mysteriös, ne? Das würde ich aber gerne jetzt noch hinter mir bringen. Dieses Rätsel. Wartet mal. Hier, so. Ein Bild von zwei Rittern. So, das sieht doch... Der eine, das kurze Schwert, ist in der Rüstung drin. Das kurze Schwert steckt in der Brust des einen Ritters. Das lange Schwert hat den Kopf des anderen durchbohrt. Also die haben sich beide erstochen. Warte mal, da ist grün, rot, weiß. Ah! Grün, rot. Also irgendwas mit 6 und 9. Irgendwas mit 6 und 9, okay. Aha. Aber jetzt ist grün und rot woanders. Ihr Schicksal frei. Ja. Dann mach mal bitte das große. Nein, es war falsch. Das große, ja, okay. Dann vielleicht 6 Uhr. Das große links. Weiter drehen? Nein. Ha! Wir haben's! Wir haben's! Okay. Ah, wunderbar. Jetzt bewegt sie sich doch. Okay. Und das ist... ein Hausschlüssel! Ah, was für einer. Tada! Der Schildschlüssel. Oh nein. Oh nein. Ich weiß, wo wir damit hin müssen. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht. Aber okay. Das machen wir ja zum Glück erst beim nächsten Mal. Alles klar, dann staffe ich jetzt noch schnell in zum Speicherraum. Die Folge hat nämlich wieder Überlänge, aber das mit dem Rätsel, das war ziemlich cool, muss ich sagen. So, dann gehen wir hier noch einmal durch. Okay, Schildschlüssel also. Okay.
Dann ab in den Speicherraum. Puh. Oh Gott, mir grault es jetzt schon davor. Aber gut, das müssen wir halt beim nächsten Mal machen. Ich kann es euch sagen, die nächste Folge wird actionreich. Weiß ich jetzt schon. Gut, alles klar, Freunde. Dann würde ich vorschlagen, speichern wir das mal ab. Und ja, da würde ich vorschlagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da, dass die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Ach, wartet mal. Ich bin doch auch ein Vollidiot. Nee, wartet mal, bevor ich abmoderiere. ich hole mir noch kurz das Kerosin, was da unten in dem Raum ist. Nicht, dass wir da was übersehen. So. So, hier, Kerosin. Bitte einmal auffüllen. Ja, 6 Minuten drüber. Aber ich hatte halt nicht erwartet, dass bei der Uhr da noch ein Rätsel kommt. So, ist nur noch wenig Kerosin übrig, ja. Der ist jetzt auch leer. Also, haben wir nur noch rechts draußen Kerosin. Okay. Es wird langsam knapp. Aber wir sind bis jetzt ja auch ziemlich gut durchgekommen, muss ich sagen. Also, schon nicht schlecht. Gut, jetzt aber, Freunde, würde ich einfach mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne ein Like oder Abo da, lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen, erzählt gerne weiter den Kanal, und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord-Server, ich würde mich freuen, euch da zu sehen, und wie es hier weitergeht, sehen wir, wie gesagt, dann beim nächsten Mal, es wird spannend, das sage ich euch. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.